Du hast Kinder, oder? Ich habe eine Tochter, ja. Eine Tochter? Genau. Sie heißt Cheyenne Grace. Okay. Und ist jetzt im Mai 3 geworden. Ach, sweet. Okay. Mhm. Aber klein, aber oho, ne? Ja? Mhm. Ganz nach der Mama. Dann also, ist die Frage, ob du mit zwei temperamentstarken Frauen klarkommen willst. Das polnische Temperament. Ja, es kommt drauf an. Also, wenn du mich jetzt nicht irgendwie. Weiß ich nicht. Ich schlag dich nicht. Wenn wir jetzt schlagen. außer es gefällt dir, ne? Ach so. Ja, dann nee. Können wir drüber reden, du. Ich hab damit kein Problem. Der verschluckt er sich klar. Nee, du, ich bin ganz gerne ganz unversehrt. Laufe ich durch die Gegend. Also mit Kindern hättest du kein Problem? Nee, absolut nicht, ne. Also für mich sind Kinder was ganz Normales. Jeder war mal ein Kind. Kinder sind lustig, Kinder sind süß, Kinder können auch nerven. Aber es gehört halt dazu. Alex, der war so mit Begeisterung bei diesem Thema. Meine Kinnlade immer weiter runtergefallen. Haben wir gedacht, ich bin echt im falschen Film, ne? Ich freue mich, dass du hier bist. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Ich ganz meinerseits. Angie. Ist es eine Abkürzung sozusagen? Nee, ich heiße wirklich Angie. Angie, okay. Cheyenne war die Kleine. Dann habe ich das vielleicht akustisch nicht richtig verstanden. Wegen der Musik oder sowas. Ich heiße wirklich Angie. Angie. Mhm. Und das ist eine Abkürzung für Angela oder Nein, Angelika? Nein, fragen mich alle, aber ich heiße wirklich so. Angie. Mhm. Angel. Ganz speziell. Angel. Wow. Das ist echt schwierig. Okay. Was hat das für eine Bedeutung? Angel, ja. Angel. Mhm. Aber oft passt es nicht zu mir, aber. Weil? Ja, weil ich kann auch oft anders als ein Engel sein. Diablo. Ja. Beim Date stellt sich Alex weiterhin die Frage, ob Angie nun ein Engel oder doch der Teufel ist. Warum hat es denn bisher nicht geklappt? Also ich weiß definitiv, was ich möchte. Männer in meinem Alter, die wollen natürlich meistens immer nur Spaß haben und Verantwortung auf gar keinen Fall. Und wenn du dann natürlich noch sagst, hey, ich habe ein kleines Kind, das geht gar nicht. Ich möchte irgendwann mal einen Partner haben, heiraten, vielleicht ein zweites Kind, aber ja, kam halt bis jetzt noch nicht dazu. Nee, das sind gewisse Basics, die müssen einfach da sein. Ich muss aber sagen, der Spaßfaktor muss auch irgendwie da sein. Ja? Also wie bist denn du da so? Bist du da schnell eigentlich, den Spaßfaktor bereitzustellen, um es jetzt mal so ganz bescheiden auszudrücken? Der menschliche Beischlaf ist in der Beziehung definitiv sehr wichtig. Ich kaufe die Katze natürlich nicht im Sack. Sexualität ist für mich ganz, ganz wichtig in einer Beziehung. Weil wenn das nicht harmoniert, dann ist wirklich Frage der Zeit, bis die Beziehung einfach in die Brüche geht. Damit steht sie nicht alleine da. Das wollen alle, bloß sie hat es halt lediglich gesagt. Möglicherweise ist sie sehr willig. Ich bin jetzt keine Nonne. Nee, du bist das Gegenteil. Teufel. Du bist der Teufel. Wenn ich sie jetzt mit den anderen Frauen vergleichen müsste, ist es auf jeden Fall so, dass sie so eine kleine Extra-Zutat ist. Nochmal so ein bisschen Dressing im Salat. Und ich habe es auf jeden Fall gerne, wenn es nicht trocken ist. Im Großen und Ganzen gefällt er mir ganz gut, aber wir müssen noch weiter studieren. Halt, stopp! Habt ihr schon den Kanal abonniert? Dann klickt hier und zu allen Videos auf YouTube hier.